Okay, wir haben Sabrina vernichtet. Gut. Was nun? Mal langsam versuchen, den Zug wieder in Gang zu kriegen, oder? Wir könnten auch sonst wohin fahren, aber nö. Es tut mir leid, aber der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Ja, warum nicht? Erzähl doch mal. Der Magnetzug ist bla 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 bla, Elektrizität bla bla, Magnetengeschwindigkeit bla 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 bla. Wenn du das sagst. Boah, auf mich zuzutexten, ja. Immersion. In so einem Fall ist es immer toll, wenn du den Text einfach anzeigst und nicht unten durchscrollst. So, ich habe eine Poképuppe dabei. Ich bin mal gespannt, ob das was bringt oder ob das nur was in der Fortsetzung bringt. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat den Spitznamen Nachahmerin. Ja, ich weiß. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Sich selbst und sich selbst? Das ist ein seltenes Pokémon, was? Ach so, nur eine Puppe. Ja, ist alles nur eine Puppe. Guck mal, das hier ist voll die beste Puppe. Die bewegt sich sogar. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Nicht du, Iago. Hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Ah, du bist komisch. Hä? Erst nach dem Abend aufgeben? Das ist aber meine liebste Beschäftigung. Ah, ich bin mir relativ sicher, dass dir uns irgendwie das dumme Ticket gibt. Ich weiß noch nicht mehr wie. Vielleicht sollte ich einen Dito besorgen. Warum hat ihn Dodri? Das ergibt keinen Sinn. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Okay. Tja, irgendwer war genervt von diesen blöden Büschen hier und hat die erstmal weggesäbelt. Ich bin ein großer Fan der Arena-Leiterin in Azuria City. Ihr Name ist Misty. Wie neblig am Strand? Keine Ahnung. Mein Lamus und ich sind unschlagbares Team. Lamus, mach deine Konfusion vor. Hä? Du bist lahm. Auf, antworte mir. Ich Bär. Wir werden gegeneinander kämpfen. Und zwar hier, Route 27. Lass mich nicht warten, okay? Du darfst gehen. So einfach ist das. Blöde Kuh, ey. Hallo? Gronkh hier. Wow, Lugion! Als ich deine Geschichten hörte, weinte meine Seele. Wirklich! Ich hasse es, bei dir auflegen zu müssen. Bis später! Okay, ist klar. Ist klar. Alles gut. Das Kraftwerk von Kanto?
Es befindet sich am Ende von Route 9, auf der Straße östlich von hier. Es muss dort einen Störfall gegeben haben, ja, einen Stromausfall sozusagen. Barks! Mit einer Geschwindigkeit von über 550 Stundenkilometern reist der Magnetzug in 0, nichts zwischen Kanto und Johto hin und her. Dadurch ist ja Johto ganz nah. Und weitaus weniger kompliziert als dieses ewige Hin- und Hergerinnen zwischen den Routen. Ich kämpfe lieber mit Pokémon, die ich trainiert habe. Auch wenn sie schwach sind. Als mit Pokémon, die ich neu gefangen habe. Ja, wer braucht die schon, ne? Abgeschlossen. Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Johto in Ducatia City. Ja, dann mach noch eine Zweigstelle auf, du Penner. Machst den einen zu den anderen auf, wirklich. Du wirst auf dem Weg zum Cup bei Azuria City viele Trainer treffen. Sie wollen herausfinden, welche Chance sie gegen andere Trainer haben. Ah ja. Misty ist wahrscheinlich die einzige, die die Trainer am Cup bei Azuria City besiegen kann. Dann zeigen wir mal, dass wir Misty einfach so umlegen können. So leer hier. Ist so leer hier. Komme ich hier eigentlich lang? Nö, daran hat keiner gedacht. Sammelst du Orden der Pokémon-Arena von Kanto? Ja. Hat dich das zu interessieren? Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben, in der mächtige und grässliche Pokémon gehaust haben. Ach ja? Mein Detektor schlägt aus. Hier soll es mal einen Sonderbonbon gegeben haben. Ist aber lange her. Lange, lange her. Was? Am Cup im Norden treffen sich viele Pärchen. Gerade Mädchen gehen dort gerne hin. Müssen die Typen nicht auch mitkommen? Oder sind da überwiegend Mädchen, die auf Mädchen stehen? Das würde dann Sinn ergeben. Hier ist eine Nachricht. Stoppt die Kriminalität und macht aus dieser Stadt einen Ort, an dem man sich sicher ist und gerne lebt. Ordnungsamt von Azuria City. Ja. Traumatisch, wenn jemand bei euch einfach mal so durchs Haus bohrt, ne? Ich habe gehört, dass zwischen den ein zwielichtiger Typ herumschleichen soll. Ich werde nicht stillhalten, wenn sich herausstellt, dass er ein Dieb ist. Wir wurden von Räubern aufgehalten. Ah, ja. Na, du Erdschwanz. Dick da, dick, 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 dick. Ich meine, ja, ich weiß, es kommt von Graben, aber es kann kein Zufall sein, dass das Ding so aussieht. Die Nuggetbrücke. Nugget. Wie seine Brücke zurück. Naja, ich habe gerade keinen Bock auf Viecher. Noch nie einen Sonnenkern gesehen. Hallo, Suikune. Schmeiß mal einen Ball, weil darum. Bam, 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 bam. What? Na, dann wachs doch. Hier noch ein Ball für dich. Das war gerade seltsam, die Musik. Ey, komm. Wenn die Superbälle alle sind, stirbst du. Das ist dir bewusst, ja?
Nur so nebenbei. Dein letzter Superball. Und puff. Keine Ahnung, was da gerade los war. Telefon hat geklingelt. Aber dann ist das Telefon wieder ausgegangen. Weil darum, keine Ahnung. Ich habe noch nicht mal gesehen, ob mich jemand angerufen hat oder ob es wieder nur ein Fehlwahl war. Also wer mich angerufen hat am 22.08. und so gegen 12 Uhr. Es tut mir leid. Konnte nicht rangehen, das Ding ist einfach nur Schrott. So, du hast dich mir widersetzt. Sterb. Tschüss. Düm, düdüm, düm, düdüm, düdüm. So, ja, jetzt bin ich, glaube ich, wieder Kopf da. Du musst trotzdem surfen. Nein! Einfach nur nein. Mir doch egal, ob das sehr effektiv ist oder nicht. Es nervt, also muss es weg. Hey, immerhin sind es keine Tentacher und so, ne? Und jetzt ernsthaft? Ich muss von der anderen Seite daran, oder was? Boah, du bist doch ein Arschloch. Ganz umsonst, ey. So, wer will kabbeln? Keiner, nehme ich an. Hey, Trank gefunden. Besiege alle 6 Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Nö. Flavio möchte kabbeln. Flavio, schick mir da Plan in den Kampf. Okay. Wenn du meinst. Gimme your Pflanze. Du kriegst voll die Eislanze ins Gesicht. Und weg ist der Wicht. Ey, ganz ehrlich, ich hab Sabrina in den Boden gestampft. Also, yeah, kannst du ja lachen, kannst du da drüber. Was? Nein, ich bin nicht überheblich. Überhaupt nicht. Wow, gut gemacht. Ich steig mal ab. Das ist höflicher. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. Aha. Jetzt gibt es Ärger und es kommt noch viel härter. Hallo Verena, ja. Verena steckt Knuddelpuff in den Kampf. Prostitution am laufenden Band hier. So, was machen wir da am besten? Die ist bestimmt kalt, ne? Oh, das wäre ein lustiges Pokémon. Ich komme erst an, so mit so einem Aurora-Schalmon. Ist dir kalt und dann so ein Feuersturm hinterher? Gern geschehen. Wie, was ging daneben? Ja, dann ging halt daneben. Hier, komm. Verausgabe dich nicht.
Hier ein bisschen frisches Wasser. Bam, 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 bam. Achso, du hast noch einen Köter dabei. Na dann. Surf. Was übrigens auch toll war, ich wollte schon um 10 anfangen aufzunehmen, aber das Mikrofon hat keinen Ton mehr von sich gegeben. Das war ein bisschen ätzend. Da musste ich erstmal rumprobieren, bis das Ding wieder Ton hatte. Das war auch richtig geil. Weißt du, eine Woche lang nichts mehr aufgenommen und auf einmal geht nichts mehr. 2 Wochen waren es ja. Lee erreicht 26. Das ist gut. Es geht höher. Ich kann dich nicht verlieren. Keine Ahnung. Passiert. Wenn man gegen mich antritt, passiert das.